Hallo allerseits. Im heutigen Video zeige ich euch einen weiteren Teil aus Geometrie mal plastisch. Diesmal stelle ich euch die Form des Deltaeders vor. So sieht die Pi-Pyramide aus. Sie besteht aus 6 gleichseitigen Dreiecken. Viel Spaß beim folgenden Video. Dafür brauche ich die Materialien Zeitungspapier, einen Bleistift, ein Lineal, eine Schere, einen Klebestift, Wickeldraht, einen Holzstab, oder eine Stricknadel, einen Seitenschneider und eine Flachzange. Als erstes nehme ich das Zeitungspapier und trenne es in einzelne Seiten. Dann zeichne ich mit dem Lineal und dem Bleistift einen Abstand von 13 cm auf eine querliegende Zeitungsseite. Die untereinander angezeichneten Punkte werden mit einer Linie verbunden. Die Zeitungsstreifen an der Linie entlang ausschneiden. Ich benötige 9 Streifen. Einen Zeitungsstreifen auf den Holzstab aufrollen. Das Ende wird mit einem Klebestift verklebt. Das Zeitungsrollchen vom Holzstab schieben. Vom Wickeldraht mit dem Lineal 2 Meter abmessen. Den Draht mit dem Seitenschneider abtrennen. 3 Zeitungsröhrchen auf den Draht schieben. Am Draht 5 cm abmessen und knicken. Die Röllchen bis zum Knick schieben, nach jedem Röllchen den Draht biegen, sodass ein gleichseitiges Dreieck entsteht, den Draht verwickeln. 2 Zeitungsröllchen auf den Draht schieben. Den Draht nach jedem Röllchen knicken, den Draht mit dem Zeitungsröllchen so biegen, dass ein zweites gleichseitiges Dreieck entsteht, den Draht durch das Zeitungsröllchen schieben und dann ein weiteres Röllchen auffädeln. So entsteht das dritte gleichseitige Dreieck. Jetzt 2 Röllchen auffädeln. Den Draht so biegen, dass das vierte gleichseitige Dreieck entsteht. Den Draht durch das Zeitungsröllchen schieben und dann das letzte Röllchen auffädeln. Den Draht durch die Zeitungsröllchen schieben, bis man wieder am Anfang ankommt. Den Draht mit dem Anfangsdraht verwickeln. Den Anfangsdraht zu einer Schlaufe formen und verwickeln. So sieht die fertige trianguläre Pi-Pyramide aus. Ihr könnt sie als Mobile verwenden.